Teil 1 – Ein Überblick. In den 70er und 80er Jahren gab es in Berlin einen hohen Anteil von Hausbesetzer. Sie waren besonders häufig in Orte wie Kreuzberg. Hausbesetzung ist, wenn ein nicht genutztes Haus oder ein Haus, der abgerissen sein sollte, zurückgefordert wird und als Wohnraum gewendet ist. Der Grund für der geringe Anteil an Wohnungen zu Bürger und der hohe Anteil von Hausbesetzer waren im Grunde Sanierungsprojekte. In diesem Video will ich die Geschichte Hausbesetzung vorstellen, zwischen den Anfang der 70er und Mitte der 80er Jahren. Hausbesetzung ist eine komplexe Bewegung und sehr vielfältig. Ich will sie kondensieren und auch meine eigene Meinung und potenzielle Lösungen vorstellen. Teil 2. Wieso, weshalb, warum? Der größte Grund, wieso Hausbesetzung in den 70er und besonders in den 80er so hoch war, waren die Sanierungsprojekte. Normal bedeutet Sanierung die Reparatur und Wiederherstellung eines Gebäudes oder Grundstücks. In diesem Fall ist die Bedeutung etwas anders. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Berlin viele zerstörte Gebäude und Ruinen. Der Senat wollte Berlin verschönern, besonders Kreuzberg. In 1964 hat der Senat in Kreuzberg eine Flächensanierung gestartet. Eine Sanierung einer Stadt und eine Sanierung eines Gebäudes sind zwei verschiedene Dinge. Statt die Vorkriegszeitgebäude zu renovieren, wurden sie stattdessen in Großteil abgerissen. Die Flächensanierung war ein Misserfolg, weil Gebäude, die nicht notwendigerweise abgerissen sein mussten, abgerissen wurden. Die abgerissenen Gebäude waren das Zuhause für viele Leute in Kreuzberg. Das Ziel war, neue Wohnungen zu bauen, doch es gab mehr abgerissene Häuser als neue Wohnungen. Dies führte zu einem Defizit an Wohnungsverfügbarkeit. Die gebliebene Option für viele entsetzte Kreuzberger war Hausbesetzung. Im Jahr 1981 gab es eine neue Welle der Hausbesetzung. Es wurde estimiert, dass zwischen 129 und 165 Häuser besetzt waren. Unter den besetzten Häusern waren 86 davon in Kreuzberg. Kreuzberg war ein sehr wichtiges Lokal zu den Westberliner Besetzern. Es gab mehrere bekannte besetzte Häuser und Straßen, sowie das Georg von Rauchhaus im Mariannenplatz und Block 104. Teil 3 – Im Osten. Manche denken, dass es im Osten keine Hausbesetzung gab. Sie würden sich aber täuschen. Wie im Westen gab es viele Vorkriegszeitwohnungen, die leer standen. Und weil die meisten Leute dort nicht wohnen wollten, wurden sie besetzt von Leuten, die dort eigentlich wohnen wollten. Einer der besten Beispiele von Hausbesetzung war Fährbeliner Straße 7. Zur Zeit war Fährbeliner Straße 7 fast voll besetzt. Zur Zeit, als Fährbeliner Straße besetzt war, wurden andere besetzte Orte geräumt. Fährbeliner Straße 7 war eine Ausnahme, weil es für die Stasi interessant war. Unter einem Dach wohnten Aktivisten, Studenten, Künstler, Philosophen und so weiter. Die Stasi haben die Wohnungen beobachtet, um Daten für Proteste und andere Infos zu sammeln.
Teil 4 – Musik. In 1972 hat die ikonische Rockgruppe Tonsteine Scherben ihr Album Keine Macht für Niemand veröffentlicht. Viele Lieder aus diesem Album wurden Kampfrufe der Besetzerszene. Der größte Hit war das Lied Bauhaus Song. Das Georg von Rauchhaus war ein eigentlich besetztes Haus. Und das Lied war die Geschichte des Hauses, der im 1971 geräumt wurde. Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Marianenplatz, damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. War stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erstmal drin. Und 4 Monate später stand in Springers heißem Blatt, das Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollis sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich Schmidt und Rest und Mosch aus Kreuzberg raus. Im Lied sagt der Sänger, das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich Schmidt und Press und Mosch aus Kreuzberg raus. Günther Schmidt und Heinz Mosch waren die Besitzer einer Firma namens Schmidt und Press GmbH, eine Maklerfirma, die Investoren und die Erbauer des Zentrums Kreuzberg waren. Das Zentrum Kreuzberg war ein Sanierungsprojekt am Cottbusser Tor, um kriegsgeschädigte Gebäude zu ersetzen. Einer von diesen Gebäuden war das Georg von Rauchhaus, auch das Bethanien genannt. Teil 5 – Räumung und Spannung. Es gibt zu diesem Thema mehr als 2 Seiten und viele Einzelfälle der Hausbesetzung sind am besten nicht als schwarz-weiß gesehen, sondern in einem grauen Bereich. Um meine Idee so simpel wie möglich zu machen, schaffe ich 2 Gruppen, die Hausbesetzer und die Regierung und Privatbesetzern der besetzten Häuser. Die Häuser wurden im Großen besetzt, weil es eine sogenannte Krise gab und keine bezahlbare Wohnungen gab. Die Regierung und Privatbesetzern waren unglücklich, weil ihr Eigentum benutzt wurde, ohne dass sie davon Geld machen konnte. Wie schon erwähnt, waren eine Menge der Meinung, dass Gehäuse ein Menschenrecht war und dass es unnötig war, Geld dafür zu erforderlichen. Dies war einer der größten Punkte der Gegensetzung zwischen den Seiten. In diesem Fall nur die Besetzer, die in der linken politische Gruppe einpassten. Hausbesetzung war illegal, doch die Reaktion der Polizei und andere städtliche Kräfte sprang zwischen Liegenlassen und Räumung. Räumung ist, wenn die illegalen Bewohner von einem Haus entfernt werden. Als die Häuser mehr und mehr häufig geräumt wurden, gab es weniger und weniger Leute, die sich in der Position stellen wollten, ihre politische Meinung nach Besetzung zu zeigen. Dies wurde auch in der Musik reflektiert. Die Veröffentlichung von der letzten Album von Tonsteine Scherben und einer der letzten Hausräumungen passierten im selben Jahr.
Die Mächte haben diese Form des Widerstandes zerstört durch häufige Unterdrückung. Hausbesetzung ist aber nicht tot. Es gibt immer noch in Berlin Besetzung. Äußerlich ist es nur etwas weiter vom Originell entfernt.